Nun schauen wir uns noch den letzten Vers in Offenbarung 13 an. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl, und seine Zahl ist 666. Hier ist Weisheit. Was ist hier mit Weisheit gemeint? Ich finde, das ist ganz deutlich. Die Bibel sagt hier, dass jeder, der Verstand hat und es für wichtig hält, jeder, der überleben will, es auch herausfinden kann. Und die Bedeutung dieser Zahl herauszufinden, müssen wir Folgendes festhalten. Es ist die Namenszahl eines Menschen und die Namenszahl dieses Menschen ist 666. Nun, wir haben diese Tiermacht als das römische Papsttum identifiziert, aber seine Namenszahl ist die eines Menschen. Verstehen Sie, es geht hier nicht nur um einen Menschen, sondern um den Menschen, der sozusagen Kopf des römischen Papsttums ist. Und das ist natürlich niemand anders als der Papst. Hören Sie nun gut zu, denn das ist jetzt wirklich faszinierend. Der Papst hat eine besondere Krone, die er bei seiner Krönung trägt. Es ist diese dreifache Papstkrone. Die drei Stufen, besetzt mit wertvollen Juwelen, symbolisieren den Herrschaftsanspruch des Papstes über Himmel, Erde und Hölle. Auf der Vorderseite einer dieser Kronen ist auf einem goldenen Band direkt um seinen Kopf der offizielle Name des Papstes auf Lateinisch eingraviert. Dieser Titel lautet Vicarius Filii Dei, was übersetzt heißt Stellvertreter des Sohnes Gottes. Bitte beachten Sie, dass Vicarius Filii Dei der offizielle Amtstitel des Papstes ist. Bevor wir weitergehen, möchte ich noch auf eine bemerkenswerte Tatsache hinweisen. Es gibt ein mathematisches System in unserer Zivilisation, das vor Jahrhunderten eingeführt wurde. Es weist den Buchstaben des Alphabetes numerische Werte zu. Dieses System ist in jeder Kultur der Welt bekannt. Ich spreche von den römischen Zahlen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir römische Zahlen in unserem Schulsystem lehren? Wann haben Sie zuletzt römische Zahlen benutzt? Warum lehren alle zivilisierten Nationen es in ihrem Schulsystem? Ich will Ihnen sagen, warum. Es ist die einzige Möglichkeit, die Zahl des Tieres in Offenbarung 13 weltweit zu identifizieren. Durch dieses weltweit bekannte mathematische System, das Zahlen an die Stelle von Buchstaben setzt, hat Gott in seiner Allmacht vorgesorgt, dass die ganze Welt die Zahl des Namens identifizieren kann. Gott gab dem Propheten Johannes diese Offenbarung im Jahre 96 nach Christus. Aus der Inschrift über dem Kreuz Jesu wissen wir, dass die drei bekannten Sprachen in der damaligen bekannten Welt Lateinisch, Griechisch und Hebräisch waren. Sie können dies nachlesen in Lukas Kapitel 23, Vers 38 und Johannes Kapitel 19, Vers 20. Erstaunlicherweise ergeben in diesen drei Sprachen die jeweiligen Buchstabenwerte wichtiger Identifizierungsmerkmale des Papstes die Zahl 666. Können Sie sich die astronomisch-numerischen Künste vorstellen, dies zu vollbringen? Nun, Freunde, zählen wir die römischen Zahlen des Titels des Papstes Vicarius Filii Dei. Setzen wir also anstelle der römischen Buchstaben die entsprechenden Zahlenwerte. Das erste Wort, Vicarius. V bedeutet 5, I bedeutet 1, C bedeutet 100, A bedeutet 0, R bedeutet 0, I bedeutet 1, U bedeutet 5, S bedeutet 0. Addieren wir das zusammen, so erhalten wir 112. Das nächste Wort, Filii. F bedeutet 0, I bedeutet 1, L bedeutet 50, I bedeutet 1, I bedeutet 1. Das ergibt 53. Das Wort Dei. D bedeutet 500, E bedeutet 0, I bedeutet 1. Das ergibt 501. Zählen wir nun diese Zahlen zusammen, so kommen wir genau auf die bereits erwähnte Summe von 666. Erstaunlicherweise ergeben nun die griechischen Buchstabenwerte von dem griechischen Wort Lateiner und die hebräischen Buchstabenwerte von dem hebräischen Wort der Römer ebenfalls jeweils die Summe von 666. Ist das nicht seltsam? Dies ist kein Zufall.
Gott möchte niemanden, der die Wahrheit sucht, über diesen wichtigen Punkt in Unklarheit lassen. Gott möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir senden Ihnen gerne Informationsmaterial zu, wo Ihnen all diese Dinge noch einmal anschaulich beschrieben und erklärt werden. Unser Buchmaterial zu diesem Thema stellen wir am Ende der Sendung noch einmal vor. Wir sind jetzt am Ende von Kapitel 13 der Offenbarung. Fanden Sie es nicht auch sehr interessant? Ich möchte nun mit Ihnen nach Offenbarung 14 gehen.